Welcome back. Oh, der ist ja schon wieder da. Für dich ist ein Paket gekommen. Ich hab's auf den Tisch gelegt. Das ist die Adios-Schuhe-Kombo, die du in der TV-Sendung gekauft hast. Adios-Schuhe und Jednau. Du bekommst auch noch einen Bonus-Preissticker. Die werden ja, kommt drauf an, was die anderen bekommen. Die werden ja wahrscheinlich auch gute Fähigkeiten kriegen. Wahrscheinlich. Aber ihr seid eine Healerin oder ein Healer, brauchen wir definitiv in unserem, ja, in unserer Mitte, ne? Ausrüstung. Ich wollte mal gucken, diese komischen Schuhe, die ich da gefunden habe. Die wahrscheinlich für Shield gut sein werden, oder? Oh, wow! Das ist ein Unterschied. Billiges Imitat einer beliebten Marke, sagt dein Feinden adieu. Von 45 auf 110. Ja, irgendwie die Trefferrate geht runter, aber scheiß drauf, Alter. 110, das ist ja. Neue Jordans für Cheer. Ja, ja. Gönnen wir uns mal, ne? So, Gartenarbeit, was ist hier zu tun? Boah, Garten pflegen. Von mir aus. Oh, aber das ist im Garten, heute helfe ich mit. Ich schau nach dem Gemüse. Oh, der hilft mit. Was ist denn da los? Scheint ordentlich zu wachsen. Dürfte eine ordentliche Ernte geben. Ja, du hilfst mit, du sitzt nur rum. Solltest du das nicht einen Tag vorher machen oder macht das keinen Unterschied? Ich weiß nicht. Aber ich denke mal, das wird hier ein bisschen die Social Links verbessern, oder? Papa, hast du dich wirklich um die Stelle gekümmert? Da ist immer noch Unkraut. Okay, okay. Du hast doch einen ganz guten Blick. Oh, nicht dorthin treten. Da haben wir was angepflanzt. Wieso, dann mach doch nichts, da sitzt nur rum. Klar, entschuldige. Puh, ich weiß nicht, ob ich wirklich helfe oder nur im Weg bin. Du bist Nanako durch die Gartenarbeit näher gekommen, immerhin. Du hast dich sorgfältig um das Gemüse gekümmert. Dein Fleiß hat sich erhöht. Jetzt solltest du früher ernten können. Ah, guck mal, ich verbessere das sogar. Letztes Mal wurde halt gesagt, dass sich die Ernte erhöht, wenn du einen Tag vor Gartenarbeit machst, ja. Aber jetzt kann ich schon mal schneller Gartenarbeit machen. Oh, es regnet. Das heißt, wir können diverse Sachen machen. Ich denke mal, bei Regen ist ja meistens an die wenigsten Lust, irgendwie mit mir abzuhängen. Gut, wir könnten mit Yumi abhängen, theoretisch. Wir könnten natürlich auch einfach mal nochmal in die Schattenwelt gehen. Und vielleicht mal diesen König besiegen. Ich will mal kurz gucken, ob Marie da steht. So, Marie steht nicht da. Haben wir neue Bücher eigentlich? Ja, habe ich alle schon. Ja, Jeunesse steht jetzt eigentlich Adachi noch da. Ja, was sagst du denn, Present? Wollen wir irgendwie mit Yumi abhängen oder wollen wir in die Schattenwelt? Wir könnten ja vorher so. Also gibt ja diverse Sachen, was wir jetzt hier machen können. Hängen mit Yumi ab. Okay. Wir dürfen halt nur nicht den König vergessen. Den müssen wir echt definitiv noch machen. Also, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber den könnten wir. Ja, mal gucken. Hey! Hey, Flipsikun, der Theaterclub trifft sich heute. Du kommst doch nicht, wahr? Du hast Kussiff, willst deine Verbindung vertiefen? Okay, geben wir unser Bestes. Yumi freut sich. So, was kommt jetzt? Du hast bei der Übung mitgemacht, du hast dich im Ausdruck diverser Emotionen geübt, deine Redeweise hat sich erhöht. Perfekt, du spürst, dass das bald enger werden wird. Perfekt, das war ein spaßiger Tag. Wir haben gut abgehangen miteinander. Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, ich weiß, da ist jetzt gerade Nanako, aber ich würde die Zeit nutzen. Ernten kostet ja nichts, oder? Gehst du Gemüse ernten? Ich komme auch mit, juhu. Ich weiß nicht, ob es diesmal mehr wird oder einfach. Gucken wir mal. They look yummy. Gut aus, ich will beim Ernten helfen. Na, dann mach doch. Gemüse, hurra! Meinst du, davon können wir noch mehr anbauen? Zwei Ausgangsdaikon geerntet. Welchen Setzling wirst du pflanzen? Tomatensetzling, keine Ahnung. So, mach einfach. Come on, grow. Ja, wachs, ich will ja das Gemüse. Tomatensetzling gepflanzt. Du freust dich, ne, immerhin. Ist wenigstens einer happy. Ja, ne? So,
wir werden jetzt aber keine Zeit mit Nanako verbringen. Wir werden jetzt rausgehen tatsächlich und in dem Restaurant essen gehen. Denn das bringt ja irgendwie besonders viel an Regentagen, so war das ja. Also würde ich jetzt machen. Ich kann auch nochmal hier in den Puff reingucken, mal sehen, ob da noch, ob es da was Neues gibt. Oh, aber heute gießt es wie aus Kübeln. Das Wetter erinnert mich an einen Mann, den ich mal kannte. Rabbit, damals regnet es auch. Die Erinnerung macht mich ganz feucht. Traurig, meine ich. Rabbit, vielleicht sollte ich etwas singen, um mich aufzuheitern. Lonely, I'm so lonely. Itemtausch. Oh, wir können uns Sachen kaufen. Mal Stachelschläger. Aktuell haben wir den schon, oder? Inline Skates. Adios-Schuhe sind schlechter. Ne, das ist genau das gleiche. Festfächer. Wow, wir können was für. Ja. Wollen wir mal tauschen? Klar, warum nicht? Ah, du möchtest also folgendes kaufen: Festfächer. Was heißt denn Please Stop? Das war meine engelsgleiche Stimme gerade. Reden wir, sagst du was Neues? Ja, mich interessiert deine kleine Akiko nicht. So, ausrüsten. Dann wollen wir dir mal den Fächer geben, den Festfächer. Passt perfekt zu einem Yukata. Zum Abkühlen am Nachmittag geeignet. Perfekt. Ja, schön. Hat mir das doch schon mal. Alleine deswegen hat sich schon der Ausflug gelohnt. Und jetzt werden wir hier in Aya gehen. Ist so beliebt, dass uns die Zutaten ausgegangen. Die haben heute entschlossen, was? Leck mich am Bürzel. Das kann doch nicht sein. Ist schon wieder diese komische Geisterfrau da? Wahrscheinlich schon. Ne? Gut, dann können wir nach Hause gehen. Was, sie haben nur am Tag auf? Ist das so, ja? Gut, Nanako. Es regnet. Großer Bruder, warum sterben Menschen? Wow, das... Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, so einfach, um das so zu droppen, ne? Fragt Nanako wegen ihrer Mutter, die bei einem Unfall verstorben ist. Nanako sieht dich geradewegs an. Doch aufgrund deiner aktuellen Redeweise kannst du es Nanako nicht erklären. Ach, du solltest warten, bis du überzeugend bist, bevor du versuchst, ihre Fragen zu beantworten. Gut, dann gehen wir ins Zimmer und dann lesen wir halt. Lesen wir das Buch, was wir angefangen haben. Der sanfte Weg, der war irgendwie für Wissen und Redeweise. Perfekt. Lesen wir da weiter. Ja. Ja, ich meine, warum brauche ich da gute Redeweise dafür? Da setzt man sich hin und sagt, liebe Nanako, Menschen sterben, weil sie biologische Wesen sind. Passiert halt, wir krepieren alle mal. Auch du wirst bald sterben. Tschüss. So. Du beschießt, der sanfte Weg weiterzulesen. Das haben wir, wissen wir schon. Dein Wissen hat sich erhöht. Einige Seiten sind noch übrig. Du beschließt, das später zu verbessern. So. Der zweite Regentag. Heute Morgen hört es einfach nicht auf zu regnen. Du wartest auf das Kanji, irgendwas macht. So. Ist denn jetzt irgendjemand erreichbar für uns? Jetzt steht keiner da. Ich gehe mal davon aus, dass hier unten niemand steht. Da auf dem Dach auch nicht. Jetzt könnte ich ins Restaurant gehen, ja. Ich könnte natürlich auch in die Schattenwelt gehen, aber machen wir Restaurant. Ist okay. Tun wir das. So, Norden war das und... Ah ja. 3000 möchtest du... Ich habe hier noch Geld, rein da. So, chinesisches... Hey, hey, Flipsi, nicht so schnell, ne? Regentag Mega Gyudong Challenge angenommen. Ja, weißt du, du musst noch mal kauen, ne? Nicht einfach nur alles runterschlucken. Du siehst den Reis immer noch nicht. Langsam glaubst du, dass deine Schale ein Portal zur Fleischdimension ist. Es ist atemberaubend, wie viel Fleisch sich in dieser Schale befindet. Um das Gericht aufzuessen, brauchst du Verständnis, um deine Grenzen zu kennen, Wissen, um dein Tempo zu zügeln. Mut, um nicht der gnadenlosen Menge an Rindfleisch zu stellen und Fleiß, um der Herausforderung zu trotzen. All diese Eigenschaften sind nötig, um die Regentag-Mega-Gedong-Challenge zu meistern. Klar, ne, das braucht man natürlich. Man muss hochintelligent sein, ne, und total mutig, wenn man was isst, ja. Also, das ist, ich kenne das auch, ne, dass man
oder studieren musst, sowas zu essen, ja. Du kannst nichts an deiner derzeitigen Verfassung, aber meine Werte verbessern sich, ne? Du hast dich nach Kräften bemüht, die Regentag-Mega-Gyudong-Challenge zu meistern und davon stark profitiert. Dein Verständnis hat sich erhöht, dein Wissen hat sich erhöht, dein Mut hat sich erhöht. Ah ja, ein Jammer. Das macht dann 3000 Yen plus Zinsen, weil du dich aufgefressen hast. Lebensmittelverschwendung, bär uns bald wieder, danke. Danke, dass du uns treu bleibst. Das macht auch meine Tochter glücklich. Du sollst in der Schule sehr beliebt sein. Wirkst wie ein anständiger, attraktiver junger Mann, ne? Meine Tochter lieber gerade essen, das kennen wir doch schon. Wahrscheinlich können wir da ein Social-Link freischalten, ne? Geh ich mal von aus, wenn wir es dann schaffen, die Mega-Gyudong-Challenge irgendwie dazu bestehen. Welcome back. Hallo, guten Tag. So, ich würde sagen, es gibt nichts zu tun, sei denn im Kühlschrank ist oder irgendwas Verwestes. Du hast den Kühlschrank geöffnet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du findest Yukikos altes Essen vor. Da ist eine Flasche Milch, die längst abgelaufen ist. Boah. Trinken? Ja, klar, trink mal. Ist doch schön, wenn die so richtig schön flaumig da auf der Zunge liegt, ne? Mmh. Lecker, lecker, lecker. Oh, die Vorstellung, ey, schon so saure Milch zu trinken. Boah. Ekelhaft, Alter. Die Milch war schon ein halber Joghurt. Dein Mut hat sich stark erhöht. Jetzt sind wir tapfer, das ist schon mal gut. Das heißt, sind wir jetzt tapfer genug, um mit der Geisterfrau zu sprechen? Nee, warte mal. Nee, bei der war das Problem, dass sie einen Fisch wollte. Allerdings fühlst du dich nicht gut, du gehst früh schlafen. Der verkleidet sich dann als seine Tochter und bittet dich, ihn zu heiraten. Ja, wahrscheinlich. Heute Morgen hört es einfach nicht auf zu regnen. Tja, so ist das. Aber wir haben ja alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wir warten darauf, dass Kanji die endlich mal ausgeruht hat oder sich entscheidet, zur Schule zu kommen. So. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns nochmal der Mega Gyudong Challenge? Ja, machen wir nochmal, oder? Ja, wir haben jetzt eh keine anderen Möglichkeiten groß. Dann gehen wir nochmal dahin. Ja, gönn dir, klar. Ich meine, nach der sauren Milch den letzten Tag muss ich mal wieder was Ungesundes essen, ne? Die Milch war viel zu gesund für mich. So, na dann. Mega Gyudong Challenge und rein da. So, na dann. Yam, yam, yam. Lecker, lecker, lecker. Du siehst Reis auch nicht. Vielleicht ist es der gleiche Dialog jetzt hier. Aber der Besitzer freut sich mit seinem sonderbaren Bärtchen. So, Wissen hat sich erhöht, Mut hat sich erhöht, Fleiß hat sich erhöht. Immerhin. Oh ja, ein Hammer! Ein Jammer, 3000 Yen! Das hat er mir nicht von seiner Tochter erzählt, aha. Hat er sich schon zu sehr an mich gewöhnt, oder was? And now the weather. Ihr werdet alle sterben. The week ended on a wet note as rain clouds moved into the area. Mhm. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Okay, das heißt ja, da sollte die Hauptstory bald weitergehen, ne? Heute Nacht wird es neblig. So, speichern wir nochmal. Immer schön speichern. Das kann ja nicht schaden. 21 Stunden schon, ey. Ich kann ja glauben, dass wir schon so lange spielen. Also, fühlt sich gar nicht so an. Also, das Spiel, Zeit vergeht hier schön schnell. Ach so, wir wollen den Midnight-Channel sehen. Na komm, dann los. Es ist Mitternacht. Und, oh, Nebel ist aufgezogen. Aber wir haben ja Kanji gerettet. Und es durfte keiner mal im Fernsehen sein, ne? Tja, alles leer. Niemand erscheint im Midnight Channel. Da Kanji gerettet wurde, konnte der Mord dieses Mal verhindert werden. Aber nur dieses Mal. Ja. Währenddessen im Nebel verhangenen Shoppingviertel sehen wir jetzt wieder eine in Schatten gehüllte Person. Schon wieder. Tja. Der Mörder oder die Mörderin ist ziemlich traurig, ne? Tja, so ist das. Schon wieder, was ist das für eine Reaktion? Okay, auch nicht so wie, ich ärgere mich oder ich bin traurig. So, ja, shit happens, was soll's, du hast heute schulfrei. Dann kannst du nur warten, bis Kanji sich erholt hat. Was möchtest du heute tun? Gute Frage. Du hast nicht aus der, du hast diese Woche nichts aus der Homeshopping-Sendung gekauft. Vielleicht solltest du sie dir anschauen. Ja, mach mal. Homeshopping. Du hast einen gesungenen Slogan, der ins Ohr geht. Hier kommt Tanaka!
über den Äther, klar ich da, oh yeah! Hallo Leute, willkommen zu Tanakas Teleshop. Erfülle deiner Begehren! Herzlich willkommen zu Tanakas Teleshop, der erstklassigen Homeshopping-Sendung live in eurem Wohnzimmer. Wir garantieren vollste Zufriedenheit bei jedem Kauf und das zu erstklassigen Preisen. Ja? Sehen wir uns die Produkte an, die in den nächsten 3 Tagen verfügbar sind. Und das ist nicht dieser Billigkram von Wish, das ist wirklich hochwertige Ware. Yeah. Einmal Jingi Fundoshi. Schnüre sie fest zu und sie steigern deine Vitalität. Das ergibt Sinn, ja klar. Schnüre so ein fettes Korsett am besten um den Körper, da wirst du natürlich noch vitaler, ne? Ich glaube, das ist eher der gegenteilige Effekt, dass dir das Leben aus dem Leib gepresst wird, ne? Oh mein Gott, ist das nicht unglaublich? Und zu Jingi Fundoshi bekommt ihr 2x Diätnahrung, alles für 11.800 Yen. Heute haben wir wieder ein Wahnsinnsprodukt im Angebot. Inama Forelle 1. Eine frische Fischkombo. Und ich lege noch 2 drauf, Bernstein, Sema und das und Inama Forelle für 2000. Ich glaube, wir nehmen die Rüstung, oder? Also ich weiß, wir brauchen irgendeinen Fisch, um die Geisterfrau zu besänftigen, aber komm, also Rüstung ist momentan mehr wert als das. Diese Produkte sind so begehrt, dass pro Kunde nur eine Bestellung möglich ist. Das willst du dort kaufen. Jingi Fundoshi. Wahrscheinlich ein Anruf saugt wahrscheinlich mein komplettes Konto leer, ne? So 10 Euro die Minute. Du hast die Jingi, hast du gekauft, die Ätner. Wow, ist alles ausverkauft. Vielen Dank, Leute. Danke, dass ihr euch verarschen lassen habt. Ja, das war's für heute. Aber nächsten Sonntag gibt's eine neue Chance. Auch dann wieder 3 Tage lang. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Der Song klingt erneut. Hier kommt Tanaka über den Äther gleich da. Die Shopping-Sendung ist vorbei. Du hast all dein Taschengeld ausgegeben, du wirst arm sterben. So. Juti, was machen wir denn Feines? Bis abends rausgehen, na klar. Ja, hier steht wieder Zeug verkaufen. Ja, ich bin zufällig da. Der Stängel ist lang, aber elastisch. Die Legende nach haben Diebe ihn zum Schlösserknacken benutzt. Was? Der andere ist Hiranya-Kohl. Es heißt so, weil die Blätter aussehen wie etwas, das man Hiranya nennt. Frag mich nicht, was das ist. Aber er ist sehr nahrhaft. Es gilt als pflanzliches Allheilmittel. Mein Schwiegervater wirft den immer in den Mixer und trinkt ihn roh. Du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Was machst du damit? Der ist jedenfalls toll, um deinen Garten voranzubringen. Ich habe gerade diese hier vorrätig. Welche möchtest du? Ich möchte den langen, stabilen, biegsamen Stängel haben, den man zum Schlösserknacken verwenden kann. Willst du kaufen? Ja. Ja, viel Glück damit. Mehr Weizensetzlinge habe ich nicht. Ich habe noch Kohlsetzlinge übrig. Klar, ja damit. So, haben wir das auch schon mal. In die Stadt gehen. Yes. Please. Schauen wir hier mal, wer auf uns hier potenziell wartet. Oh, die alte Oma will das von uns. Ah, es ist so feucht in meiner Hose. Das ist in meinem Alter wirklich grauenhaft. Und die Familie meiner Tochter liegt mir wieder in den Ohren, dass ich mich nicht überanstrengen soll. Sie sehen mich mitleidig an und sagen immer nur, ist das in deinem Alter nicht so anstrengend zu leben? Ich weiß, dass mir nicht mehr viele Jahre bleiben, aber ich will nicht, dass mich alle bemitleiden. Sind das alberne Sorgen? Übrigens wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Lass mich einmal noch jung fühlen, bitte. Die anderen. Du, findest du viele Schlüssel? Ehrlich gesagt, suche ich einen. Es ist ein alter Schlüssel. Und ich möchte, dass du ihn mir bringst. Ach so, irgend so ein random Schlüssel irgendwo. Mhm. Klar, ich meine, so funktionieren Schlüssel ja, ne? Ich habe irgendeinen Schlüssel verloren, bring mir irgendeinen alten, den du irgendwo gefunden hast. Aber bitte frag mich nicht, warum. Meine Demenz verrät's mir auch nicht. Ich muss damit etwas aufschließen. Mein Folterkeller. Also, als Dank... Oh ja. Wie wäre es mit etwas, was du nicht mit Geld kaufen kannst, hä? Ich halte Ausschau. Wirklich? Naja, du stolperst sicher nicht plötzlich über einen Schlüssel, aber... Tut mir leid, es lässt mich nicht los. Es lässt mich nichts los. Ich kann nichts dafür. Ich überlasse das dir. Beschaffe einen alten Schlüssel. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, wo wir den finden. Wahrscheinlich eher... Also, man könnte ja überall sein, aber wahrscheinlich eher in Kanjis Palast, ne? Weil, ich glaube nicht, dass wir jetzt alles einfach in Yukios Palast finden werden. So, die Oma haben wir jetzt hier befriedigt zurückgelassen.
Okay, hier gibt's nichts mehr. Ja, wir gucken mal, was wir noch potenziell machen können, wie was. Also wenn es nichts zu tun gibt, dann gehen wir auf jeden Fall in die Schattenwelt, ne? Oh, da gibt's noch eine Aufgabe. Sobald was in dem Buch steht, wird es plötzlich viel bedeutsamer, findest du nicht auch? Sogar ich über gerade etwas, was ich vor einer Weile in einem Buch gelesen habe. Das nennt sich Mord. Nein, ich schaff das nicht alles. Hey du, kann ich dich was fragen? Annehmen. Einfach annehmen. Wir fragen, ja, holen uns nicht mal an, was wir zu sagen haben. Wir nehmen einfach an. Danke, dann habe ich eine Bitte. Ich war am Fluss spazieren und habe eine süße kleine Katze gesehen. Sah aus wie ein Streuner. Ich wollte ihr etwas zu fressen bringen, am besten Katzenfutter. In den Büchern steht zwar, man soll keine wilden Tiere füttern, aber... Oh, ich weiß. Machst du das doch für mich, hm? Na klar. Gott sei Dank, dann überlasse ich das dir. Bitte fütter die Katze. Ich glaube nicht, dass wir Katzenfutter haben, aber vielleicht können wir da irgendwas anderes im Mund stecken, was wir im Inventar haben. Vielleicht unseren Weizen, weiß ich nicht, unseren Weizensetzling oder so, fressen Katzen sowas, ich glaube nicht. Die Katze ist auf jeden Fall hier hinten. Das wissen wir ja. On your own. Miau! Ist das vielleicht die Katze, von der du gehört hast? Du hast auch kein Fressen, aber du solltest vielleicht jetzt besorgen. Ja, das können wir doch bestimmt machen hier bei unserer Krötenfrau, oder? Würde ich mal vermuten. Ich meine, im dritten Teil haben wir ja auch irgendwie... Ja, komm, da haben wir auch Hundefutter, oder was Katzenfutter, auch in der Apotheke gefunden. Will ich eigentlich noch was verbessern? Bist du hier, um dir meine Meisterwerke anzusehen? Bitte, seh dich in aller Ruhe um. Boah, 21.160 Yen. Ah, graue Fesseln. Warte mal, ich mach da was. Santou. Nochmal was. Hier. Schlachten wieder. Oh, noch was. Entschuldige. Platte der Verzweiflung. Ja, das klingt wunderbar. So was will ich anziehen. Mutholz. Achtung. Guck mal, Gefäß der Tapferkeit. Ah, das war's. Ja, Rüstung? Oh, na gut, die ist, glaube ich, viel zu teuer. Platte der Verzweiflung. Brustpanzer für alle, die den Tod nicht fürchten. Gut widerstehen. Obwohl gerade natürlich für Flipsy sinnvoll wäre, dem irgendwas Gutes zu kaufen, ne? Aber gut, wir lassen es erstmal. Gerade ist nicht notwendig. Gerade ist nicht notwendig. So. Krötenfrau. Rabab. Ich habe eine neue Ware im Angebot, schlag ruhig zu. Neue Waren, ist das so? Was denn zum Beispiel? Salbe. Oh! Oh, 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 oh. Gute Sachen. Nehmen wir mit. Machen wir erstmal 3 Stück. 3 bei allen 200. Nehmen wir gleich mal 3 Stück mit. Komm, mach mal. Das brauchen wir definitiv. Was hast du noch? Trockeneis. 50 gegen Eisschaden bei allen. Windschaden. Ja, das machen wir erstmal nicht. Bei allen. Dann Go-M haben wir noch. Eiswürfel, Feuer. Ah komm, nehmen wir nochmal hier die. Komm, nehmen wir hiervon nochmal 3 Stück. Und hiervon nochmal 2. Ganz ehrlich. Das sind Sachen, die will ich haben in meinem Leben. Ist mir schon wichtig. Das ist mir very important. So, was machen wir jetzt? Wollen wir in die Schattenwelt gehen oder wollen wir wieder, ja, irgendwelche Social Links verbessern? Also ich hätte, wie gesagt, ich würde gerne vorher nochmal irgendwie, bevor die Story weitergeht, den König mal probieren wollen. Es sind immer mehr alleinerziehende Mütter aus der Stadt, da Inaba. Ach, die Shopperin, nicht der alte Mann. Hast das gewusst? Vielleicht nicht. Dushima-san hat ja die Gegend nie richtig gezeigt, oder? Letztes Zeit sind viele Leute hergezogen, aber mit manchen davon will ich lieber nichts zu tun haben. Ihre neuen Familien sind ihnen völlig egal. Es stimmt wohl, was man über zweite Ehefrauen sagt. Hör auf zu tratschen, ey! Wo sind denn deine Manieren, hä? Ach, das weiß doch sowieso schon jeder, oder nicht? Was willst du? Hey, Jungspund! Du kleiner Sack, du! Hast du das im Fernsehen gesehen? Diese Jugend von heute, wirklich! Dieser Aufruhr! Das war bestimmt dieser Kanji aus Tatsumiya! Tatsumiya! Der Bursch ist einfach schändlich, ne? Als Kind war er so ein netter Bursch und jetzt ist er so ein verruchtes Stück Scheiße! Er hat wohl nichts vor. Er hat wohl nicht vor, jemals wieder aufzuhören, was wir zu machen, bleiben und zuhören. Ach, ich bin richtig erschöpft davon, dass ich mir dauernd Sorgen um die Stadt machen muss. Ne, die ganze Stadt liegt auf meinen Schultern. Ach, mir käme ein Saunagang jetzt gerade recht. Ja, eine Sauna ist was Tolles, ne?
Nur ohne Kohle, zwinker, zwinker, geht das nicht. Und das Problem ist, ich habe keine. Gibt es denn keine jungen Leute, die dir einen alten Mann Kohle bringen können? Der alte Mann sieht sich um. Ich kann dir helfen, ich meine, Kohle wird es ja wohl irgendwo geben. Oh, so viele junge Leute sind einfach unmöglich, aber du, Junge, du bist anders. Du kannst dich auf eine Belohnung freuen, wenn du mir die Kohle bringst. Beschaffe Kohle. Ich würde Socialings weiter machen, das ist die beste Zeit dafür. Ja, könnte man machen. Rein vom Prinzip her ist das möglich. Aber warte mal, kurze Sache, die ich mir noch angucken möchte. Habe ich jetzt alle Nebenjobs? Ja, das habe ich auf jeden Fall. Oh, Übersetzer hatte ich auch. Hatte ich auch. Hatte ich das? Ja. Und mit den anderen Sachen, Aushilfe, habe ich bereits angenommen. Tellerwäscher habe ich auch bereits angenommen. Hausmeister. Kann ich es mittlerweile nehmen? Nee. Ja gut, Nachhilfelehrer kann ich natürlich nicht sein, da muss ich ja göttlich sein. Heiligen, das Verständnis eines Heiligen als Nachhilfelehrer.